Ja, nach der Niederlage gilt es für uns einfach vollen Fokus auf Dienstag zu richten. Wir wollen angreifen, wir wollen ja, es zu einem richtigen geilen Heimspiel machen, die Fans einfach mitnehmen mit einem guten Spiel, mit einer guten Leistung, mit sehr viel Leidenschaft und Emotionen. Und ja, für uns liegt der volle Fokus mit ganz viel Vorfreude auf Dienstag und einfach diese Kulisse mit den zahlreichen Fans, die kommen, einfach zu genießen. Ja, auf jeden Fall wissen wir, dass nur ein Sieg zählt. Wir wollen unbedingt 3 Punkte mitnehmen. Ja, gewinnen, vielleicht auch die negativen Emotionen, die wir jetzt nach dem Dänemark-Spiel in uns haben, rauslassen, das auf dem Platz ja, eine entsprechende Reaktion zeigen und dann ist auch erstmal zweitrangig wie, sondern einfach nur, dass ein Sieg zählt. Ja, Island ist eine Nation, die natürlich über ja, die Leidenschaft, die Einstellung und den Willen kommt. Und für uns heißt es, da dagegen zu halten, die Zweikämpfe zu gewinnen, einfach präsent zu sein von Anfang an, natürlich auch das Spiel zu dominieren, weil die Isländer auch einen Ticken tiefer stehen werden. Das heißt, wir müssen uns darauf gut vorbereiten, auch im letzten Drittel dann kreativ zu sein, zielstrebig zu sein und ja, Tore zu schießen, um einfach ja, das Spiel dann gewinnen zu können. Ja, Varu gibt's noch. Er saß jetzt die ganze Zeit bei mir im Wohnzimmer und genau, habe ihn auch hier dabei. Er wird in Bochum auf jeden Fall nochmal da sein und danach ja, wird er ins Deutsche Fußballmuseum kommen.